meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir haben heute Teil 7. Teil 7 von meinen 1000 Fragen an mich selbst. Und wir fangen einfach mal an, ohne groß Pralla zu machen. Also, Frage 121. Gibst du der Arbeit manchmal Vorrang vor der Liebe? Nee, eigentlich nicht. Also bei mir hält sich das echt die Waage, ne? 50-50. Also man sollte echt sein Privatleben genauso wie sein Arbeitsleben ernst nehmen, finde ich. Also deswegen kommt keiner davor oder davor. Arbeit ist wichtig, genau wie das Privatleben genauso wichtig ist. Punkt. Frage 122. Wofür bist du deinen Eltern dankbar? Gott. Das sind schon wieder solche Fragen, ne? Ich würde sagen, im Moment, also in der jetzigen Situation, wo ich jetzt bin, für gar nichts. Ja, und das lasse ich jetzt einfach mal so stehen und wir gehen zur nächsten Frage. Frage 123. Sagst du immer, was du denkst? Ja, das ist das Problem so oft bei mir, dass ich immer sage, was ich denke. Das hat mich schon in Teufelsküche gebracht und ich glaube, bitterlich zum Weinen des öfteren Mal. Und ja, ich sollte doch öfter mal die Fresse halten. Besser ist das. Ja. Frage 124. Läuft dein Fernsehgerät häufig, obwohl du gar nicht schaust? Nein, bei mir nicht. Also nein, bei mir persönlich nicht. Das ist so. Nein. Kann ich klipp und klar sagen, nein. Hm. 125. Welchen Schmerz hast du nicht überwunden? Ich habe lange, ganz, ganz lange dran geknabbert, als unsere erste Katze gestorben ist, muss ich echt sagen. Das war ein Teufel. Das war ein Teufel. Der Teufel höchstpersönlich. Aber ich habe sie geliebt, so wie man, glaube ich, jedes Haustier liebt, egal wie es ist. Und oh, da habe ich bitterlich geweint. Das tat richtig weh. Und da habe ich lange dran zu knabbern gehabt. Aber kurze Zeit später hat mir dann mein Mann gesagt, nein, ich kann das nicht sehen, wie du leidest. Und wir gehen los und holen neue Katzen. Und ja, die haben wir dann aus der Tierrettung. Und da war ich auch ganz froh, weil die haben mich über den Schmerz hinweg geholfen. Und das war gut. Ja. Frage 126. Was kaufst du für deine letzten 10 Euro? Ja, früher hätte ich gesagt Kippen, ne? Aber da brauche ich nicht mehr. Für meine letzten 10 Euro würde ich mir garantiert es kratzt auf dem Balkon, die Katze ist da. Für meine letzten 10 Euro, es kommt drauf an, wahrscheinlich was zu essen. Was zu essen und was zu trinken. Weil ich glaube, das ist wichtiger wie alles andere. Was zu essen, was zu trinken. Es gab schon Zeiten, wo du dann, wo ich mit 20 Euro die Woche auskommen musste. Und tja, was kauft man da? Da kauft man Nudeln und das fertig, zum Beispiel fertig Kartoffelpüree, Nudeln, halt was günstig ist, ne? Und Wasser und sowas alles zum Trinken, damit du mit den 20 Euro da irgendwie noch über die Woche kommst, bis das nächste Geld kommt. Ja, alles schon erlebt. Frage 127. Verliebst du dich schnell? Früher ja. Oh Gottchen. Also wenn ich so mein Tagebuch lese von früher, ich habe mein Tagebuch noch von früher, da war ich jeden Tag in jemand anderes verliebt. Ja, ich war da jeden Tag in anderen verschossen. Jetzt bin ich werde 42. Also, nein. Ich werde 43. Nein, ich werde 42. Oh mein Gott. Ich werde 42. Entschuldigung, ja, ich mache mich älter, wie ich bin. Da ist das heute nicht so. Ich liebe meinen Mann und gut hat sich das. Und früher war das wirklich jeden Tag jemand anders. Aber typisch Pubertät, ne? Frage 128. Woran denkst du, bevor du einschläfst? Oft denke ich daran, was musst du morgen machen? Wenn ich arbeiten muss, denke ich an die Arbeit. Da denke ich viel an die Arbeit, weil dann denke ich so, boah, bin ich meistens immer eine Stunde vorher wach, bevor ich eigentlich aufstehen muss und denke schon an meine Arbeitskollegen, die schon angefangen haben zu arbeiten. So, und
Aber wenn ich dann frei habe, dann denke ich, was musst du morgen machen? Putzen, einkaufen, etc. pp. Lasse aber auch mal den Tag, kommt drauf an, was für ein Tag war, noch mal Revue passieren. Und ja, und. Aber wenn ich mir da immer zu viele Gedanken drum mache, dann träume ich immer davon nachts und dann komme ich gar nicht zur Ruhe. Ja. Frage 129. Welcher Tag der Woche ist dein Lieblingstag? Ich glaube, das ist Samstag, wie es bei allen immer so war. Ne? Als Kind fand ich Samstag auch immer ganz toll, weil da gab es immer Ochsenschwanzsuppe aus der Dose. Mettbrötchen mit Zwiebeln. Das war immer so mein Highlight, ne? Ja. Aber ist jetzt samstags auch, weil man halt, ja, wir samstags eigentlich nicht so arbeiten müssen. Ab und an mal, aber nicht immer. Frage 130. Was würdest du als deinen größten Erfolg bezeichnen? Deinen größten Erfolg? Ja, eine abgeschlossene Berufsausbildung. Ich glaube, das kann heutzutage auch nicht jeder sagen, ne? Ich glaube, Erfolg haben wir da ganz schön doch auch mit unserem Kind geleistet. Wie sie ist, was sie geschafft hat. Und ja, mein Kind ist mein größter Erfolg. Ja, genau. Und meine Berufsausbildung, weil da bin ich echt stolz drauf, dass ich eine abgeschlossene Berufsausbildung habe, ein Handwerk, einen Beruf gelernt habe, weil das heute nicht selbstverständlich ist, wie man das überall so sieht. Ja, Frage 131. Mit welcher berühmten Person würdest du gerne einmal einen Tag verbringen? Naja, wer mich kennt, weiß das ganz genau. Nee. So Hoff. Also mit David Hasselhoff würde ich gerne mal einen Tag verbringen. Oh mein Gott, ich würde ihn wahrscheinlich immer nur so angucken. So, ja, das wäre, ist immer noch so ein Traum von mir. Das war damals schon als Kind ein Traum von mir. Da saß ich mal bei uns in Werl beim Danitzmeier beim Kit drin. Da hatten wir das Auto da. Ich weiß gar nicht, ob es original war, ich habe keine Ahnung. Aber da saß ich drin und ich habe da auch ein Foto von gehabt, so ein Polaroid, was ja sofort rauskam. Aber das ist, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Finde ich echt schade, aber da würde ich gerne einen Tag mit verbringen, ja. Frage 132. Warst du schon einmal in eine unerreichbare berühmte Person verliebt? Ja, David Hasselhoff, habe ich doch gesagt. Mensch. Obwohl es ja damals wahrscheinlich noch mehrere gab, aber der war so mein Favorit. Und Luke Perry von 19, Beverly Hills 90210, den fand ich auch immer ganz toll damals. Und ach ja, Tobias Moretti von Kommissar Rex. Den fand ich auch toll. Was ist dein Traumberuf? Aha. Mein Traumberuf war, wie gesagt, das hatte ich schon mal, glaube ich, die Frage Hebamme. Aber tja, ich bin Fleischraffverkäuferin geworden und ich habe den Job geliebt. Ich habe den Job wirklich geliebt. Er hat mir immer Spaß gemacht. Er war immer super. Er hat mich auch Tränen gekostet in meiner Lehrzeit und das war nicht ohne. Das waren keine. Oh, das waren nicht wenig Tränen, die ich da auf genug geheult habe. Aber wie heißt es immer ja? Lehrjahre sind keine Herrenjahre, bla bla bla. Ne? Aber ich habe bei meiner Ausbilderin damals sehr gut gelernt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ich sie vielleicht mal wiedersehen würde. Ne? Aber soweit ich weiß, lebt sie, glaube ich, in Italien. Und das finde ich so schade. Ich hätte gerne die Adresse. Aber so ab und an denke ich da zurück und also ich habe träume sogar ab und an davon. Verrückt. Frage 134. Fällt es dir leicht, um Hilfe zu bitten? Nein. Ich bin ein Mensch, der macht immer gerne alles so mit sich aus und findet es sehr schwierig, um Hilfe zu bitten, weil ich habe da irgendwie so ein Problem mit, weil ich denke immer, wenn du um Hilfe bittest, ist das ein Zeichen von Schwäche. Ich weiß, es ist nicht so, man sollte es machen, aber mir fällt es nicht einfach. Mir fällt es jetzt schon leichter wie früher, aber immer noch nicht so einfach. Nein. Frage 135. Was kannst du nicht wegwerfen? Oh, wahrscheinlich Sachen von mir. Was ich gut wegwerfen kann, das sind Sachen von meinem Mann, wo er immer schimpft. Aber was kannst du nicht wegwerfen? Es gibt nichts, was ich horte. Nein. Nein. Also was mir schwerfallen würde, wäre, glaube ich, aus meiner DVD und ja, meiner Filmsammlung irgendwie mal was wegzuschmeißen. Ich glaube, das könnte ich nicht übers Herz bringen. Und von diesen ganzen Spielen, die wir haben, Computerspielen, das könnte ich auch nicht. Weil es halt auch einen Wert hat, ne? Nicht nur einen Wert für, ja,
wertmäßig, kohlemäßig, sondern es hat einen Wert für mich, einen persönlichen Wert. Und deswegen könnte ich das, glaube ich, nicht. Nein. 136. Welche Seite im Internet besuchst du täglich? YouTube. Oh, wer hätte es gedacht? Ja. Facebook aber auch. GMX, um E-Mails zu checken. Ja, das sind so Seiten, die besuche ich auf jeden Fall täglich. Dann haben wir noch 137. Sind die besten Dinge im Leben gratis? Ja. Luft, die wir atmen, ist gratis. Liebe ist gratis. Jetzt wird's schnulzig. Ja, das sind auf jeden Fall die besten Dinge im Leben. Vertrauen, das ist alles gratis. Dafür braucht man nichts bezahlen. Hofft man. 138. Hast du schon mal was gestohlen? Ja, aber aus Versehen. Wirklich aus Versehen. Da war ich damals mit meiner Tochter einkaufen. Und dann waren wir bei Rewe. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich zu Hause in diese Netze, die es ja gibt um den Kinderwagen rum damals, ein Paket Butter hatte. Und das habe ich nicht bezahlt. Ja, das habe ich wirklich nicht bezahlt. Und ich hatte auch ein total schlechtes Gewissen. Wenn mir sowas immer aufgefallen ist, bin ich immer sofort zurückgegangen. Also das ist so, ne? Nee, ich kann das nicht. Aber bewusst gestohlen habe ich damals mal, ich glaube, ein Paket Strohhalme. Ich weiß nicht warum, aber ein Paket Strohhalme. Ey, ich schlag mich durch, keine Ahnung. Und ich habe meinen Eltern mal Geld geklaut. Und das nicht wenig. Da war noch die D-Mark. Und ihr kennt ja einen Heiermann, ne? 5-Mark-Stück. Und da habe ich mal so einige mitgehen lassen damals. Ich weiß nicht, ob die das gemerkt hat, aber jo, als Kind. Und dann bin ich da von Schnuckersachen einkaufen gegangen. Ja. Ja. 139. Was kochst du, wenn du Gäste hast? Oh, wir haben damals immer... Vielleicht so der ein oder andere, der zuguckt, der damals auch dabei war, der es noch weiß. Wir haben immer viel bei uns Poker gespielt. Und wenn ich da Gäste habe, habe ich dann halt gerne so, gibt's Schnittchen oder dann mache ich so eine Käsesuppe. Dann mache ich eine gehackte Suppe oder sowas, wenn Gäste da sind. Wir grillen auch gerne, wenn Gäste kommen oder Raclette machen. Da kann man auch immer so schön quatschen noch miteinander, weil Raclette ja auch schon ein bisschen über Zeit geht. Und ja... So ist das eigentlich. Meistens ist da irgendwie so eine Suppe und Baguette bei und so. Das geht immer am einfachsten. Das ist am besten. Frage 140, dann sind wir durch, meine Lieben. In welchen Laden möchtest du am liebsten einmal eine Minute lang gratis einkaufen? Boah. Also das wäre Mediamarkt, glaube ich, wo ich das gerne mal machen würde. Und bei DM, Rossmann oder Müller. Eine Minute lang. Alter, ich würde in diesen ganzen Make-up-Abteilungen von L'Oreal bis Essence würde ich alles in meinen Wagen räumen und ich hätte keinen Platz mehr hier, um irgendwas zu verstauen. Oh, aber das wäre so, ich würde einfach nur packen, ne? Aussortieren kannst du zu Hause, egal. Eine Minute ist schnell um. Ja, so meine Lieben, das war Tag 7 oder besser gesagt Teil 7. Und es hat mich gefreut, wieder die 20 Fragen zu beantworten. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Das würde mich tierisch freuen. Und ja, wenn ich euch gefalle und mein Kanal euch gefällt, dann abonniert mich doch. Würde ich mich sehr drüber freuen. Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Nacht, Morgen, Nachmittag, wie auch immer. Und so, wünsche euch nur das Allerbeste. Bleibt gesund, werdet gesund, meine Lieben. Bis zum nächsten Video. Tschüss.